Hallo und herzlich willkommen zurück bei Einfach Wissen. Ich werde jetzt gleich deinen Namen erraten. Du denkst wahrscheinlich, das ist unmöglich, aber es ist für mich keine große Sache, denn ich werde jetzt ganz einfach deinen Namen herausfinden. Und hierbei ist keine Magie im Spiel, es ist nur etwas ganz leichte Mathematik. Doch bevor wir anfangen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt schnapp dir deinen Taschenrechner und dann geht's auch direkt los. Beginnen wir einfach mit der ersten Nummer. Hierfür brauchen wir nur die Anzahl deiner Buchstaben, die du im Namen hast. Und diese Anzahl, die tippst du dann erstmal als Zahl in deinen Taschenrechner ein. Das heißt zum Beispiel, solltest du Laura heißen, tippst du die Zahl 5 in deinen Taschenrechner ein. Verwende hier also deinen richtigen Namen und keine Spitznamen oder Abkürzungen. Als nächstes müssen wir überprüfen, ob dein Name ein A, O, E, Y oder U enthält. Falls dein Name eines von den genannten Buchstaben enthält, addierst du 5 dazu. Wenn nicht, addierst du 8 dazu. Also nochmal die Buchstaben A, O, E, Y und U. Sind die in deinem Namen erhalten, kannst du 5 dazu addieren. Wenn nicht, dann plus 8. Als nächstes kommt die Frage nach dem Geschlecht. Bist du ein Mann, dann multiplizierst du dein aktuelles Ergebnis mit 2, also nimmst das Ganze mal 2 und ziehst dann 4 ab. Bist du eine Frau, dann kannst du das ganze Ergebnis mal 4 nehmen und dann 8 abziehen. Ja, das heißt bei einem Mann mal 2 minus 4 und bei einer Frau mal 4 minus 8. Als nächstes müssen wir überprüfen, ob dein Name entweder mit den Buchstaben R, S, D oder H beginnt. Also wenn du am Anfang ein R, ein S, ein D oder ein H hast, dann teile dein ganzes Ergebnis durch 2, wenn nicht, teile dein ganzes Ergebnis durch 4. Also nochmal die Buchstaben R, S, D oder H am Anfang geteilt durch 2, wenn nicht, dann das ganze Ergebnis geteilt durch 4. Und nun folgt auch der letzte Schritt. Hierbei nimmst du die Anzahl der Buchstaben, die dein Name enthält, also die gleiche Zahl, die du also am Anfang eingetippt hast. Das heißt, in diesem Beispiel, falls du wieder Laura heißt, müsstest du minus 5 nehmen. Also die Buchstabenanzahl, die ziehst du jetzt minus von deiner herausgegebenen Zahl ab. Nun folgt also die Auswertung. Wenn du die Zahl Nummer 1 hast, dann heißt du vermutlich Alex. Hast du die Zahl Nummer 2, dann bist du Jenny. Hast du die Zahl Nummer 3, oh. Hast du die Zahl Nummer 4, dann heißt du vermutlich Hannah. Hast du die Zahl Nummer 5, dann heißt du Chris. Hast du die Zahl Nummer 6, dann bist du Sarah. Hast du die Zahl Nummer 7, dann bist du Paul. Hast du die Zahl Nummer 8, dann bist du wahrscheinlich der Matthias. Hast du die Zahl 9, dann heißt du wahrscheinlich Rebecca. Und hast du die Zahl 10, dann bist du wahrscheinlich der Thomas. Und wenn du jetzt auf diese Kacke reingefallen bist, dann wollte dich jemand richtig reinlegen. Derjenige, der dir dieses Video geschickt hat, wollte dich mal so richtig ordentlich verarschen. Ich danke dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.